Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickauer Humboldt-Schule nimmt Fachkräfteausbildung in die eigene Hand und Sternsinger segnen Zwickauer Rathaus. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tagaktuell vom Freitag. Bevor wir in die Sendung einsteigen, habe ich für Sie eine Information. Wie geht es weiter in der Zwickauer Reichenbacher Straße nach diesem verheerenden Wasserrohrbruch? Mal wieder einer. Die Wasserwerke Zwickau haben heute Mittag eine Information herausgegeben. Und da gibt es wohl kräftigere Zerstörungen als zunächst vermutet. Dieser Bereich muss grundhaft saniert werden. Das heißt, es werden etwas umfangreichere Arbeiten und die sollen bereits in der kommenden Woche beginnen. Damit kommen wir zu den Meldungen des Tages. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Zwickauer Baubürgermeisterin Katrin Köhler Strafbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erlassen. Nun hat sie 2 Wochen Zeit, dagegen Einspruch einzulegen. Die Staatsanwaltschaft hat mit dem Strafbefehl eine Geldstrafe von mehr als einem Monatsgehalt gefordert, sagte Gerichtssprecher Stefan Zandke auf Anfrage von TV Westsachsen. Außerdem solle der Politikerin für mehr als ein Jahr die Fahrerlaubnis entzogen werden. Köhler war im November bei einer Trunkenheitsfahrt von der Polizei erwischt worden. Der Arbeitsmarkt wandelt sich in rasantem Tempo und Fachleute, die es gestern noch nicht gab, werden morgen händeringend gesucht. Es reicht eben schon lange nicht mehr, an einer herkömmlichen Drehmaschine arbeiten zu können. Der Bediener muss heute programmieren können. Wer diese Voraussetzungen nicht hat, kann seinen Traumberuf vergessen. Und was macht die Bildungspolitik? Zu wenig, wenn man bedenkt, dass in Zwickau ein Mann im Rentenalter nötig ist, um Schwung in die Sache zu bringen und Schüler für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Zwickau Hauptstraße. In einem leerstehenden Geschäft hat der frühere Lehrer Matthias Dehmer mit seinen Schülern Großes vor. Derzeit wird es eingeräumt, damit hier künftig Unterricht abgehalten werden kann. Damit würden 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Einerseits die dringend nötige Bildung und als willkommener Nebeneffekt eine weitere Belebung der Hauptstraße. Denn durch die Schaufenster können die Passanten direkt ins Klassenzimmer blicken. Ja, die Idee ist ganz einfach mal den Leuten, die hier vorbeikommen, auch mal zu zeigen, welche Anforderung A an unsere neue Generation von Schülern ist im Bereich der Technik. Und es soll auch mal interessant sein für andere, sich das mal anzuschauen, was kann man mit Technik alles anstellen, was kann man fertigen, wie sieht das mit einer Konstruktion aus. Ja, alles, was dazu gehört, egal ob es Automatisierungstechnik, die Robotertechnik ist, ob das CNC-Technik ist, ob das der 3D-Druck, die Konstruierung mit in 3D bis hin zum das Einscannen in 3D. Man kann sich das hier anschauen und wenn hier Unterricht gemacht wird, darf auch jeder reinkommen. Er kann reinkommen, kann sich das anschauen. Es ist, wie ich sagte, ein gläsernes Klassenzimmer für jeden offen. Mit einem solchen Projekt hätte sich das sächsische Kultusministerium schmücken können. Hätte, hat es aber nicht. Da muss eben erst ein pensionierter Lehrer kommen und seiner alten Schule mit dem Projekt helfen. Aus Dresden kam die Idee nicht. Ja, ob das das Ministerium machen kann, das weiß ich nicht. Aber wir brauchen mehr solch Leute. Das heißt also, man spricht immer wieder Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Ja, wie kann ich denn den Fachkräftemangel beseitigen? Ich kann es nicht beseitigen, wenn Leute 40 sind, sondern ich muss unten an der Basis anfangen. Ich muss unseren Jugendlichen zeigen, einen Weg aufzeigen, wie es geht. Da müssen wir anfangen und da müssen wir unsere Kraft einsetzen, denn wir haben genug Abbruchlehrlinge. Ganz einfach, sie werden mit der modernen Technik konfrontiert und plötzlich sagen sie, nee, das ist ja doch nichts für uns. Dann brechen sie die Lehre ab und das wollen wir alles verhindern. Wir wollen ihnen auch mal zeigen, ja, wir müssen auch was tun, warum der Wissensbereich, der Technikbereich alles hat sich in den Jahren dermaßen schlagartig geändert und wenn wir nicht hinterherkommen, dann werden wir Probleme kriegen,
Probleme hinsichtlich, Deutschland ist kein Agrarland, Deutschland ist immer noch ein Industrieland und die Industrie braucht diese jungen Leute dringendst. Der frühere Lehrer Matthias Dehmer ist kein Einzelkämpfer, sondern ein Teamplayer, der die Unterstützung verschiedener Partner zu schätzen weiß. Zuerst fing Indica an, uns zu helfen. Das heißt also, wir hatten eine Zusammenkunft mit dem Geschäftsführer, mit Herrn Ganczewski von Indica, das also sehr positiv ablief. Obwohl er mit seinem Flieger Verspätung hat, hatte er sich Zeit für uns genommen, muss ich auch sagen. Ja, Borsig, ZM war schon immer im Boot durch den Andreas Röder und Borsig sagte sofort, wir helfen euch auch, ohne zu diskutieren. Ja, und die Gebäudewirtschaft Zwickau, der Herr Simon, der Steven, hat uns dann diesen Raum besorgt und hat gesagt, ja, Mensch, macht doch das hier drin, in einer Fußgängerzone. Wir haben die Leute, die sich auch dafür interessieren, wir haben das Publikum und wir können auch mal diesen Leuten zeigen, ja, die Schule ist ja gar nicht so schlecht, wie man immer sagt. Auch von der Einrichtung her kann sich das gläserne Klassenzimmer sehen lassen. Auch das war nur mit Hilfe eines wichtigen Partners möglich. Borsig ZM Rane war von dem Projekt sehr angetan und hat überflüssige Büromöbel, Stühle, die vorhanden sind, dem Projekt gesponsert. Ich werde hier das Büromöbel noch aufstellen, werde die Technik einrichten, die Maschinen am Laufen halten und die neuen Technologien weiter auf dem Vordermann halten. Dieses Schulprojekt könnte Schule machen, deutschlandweit. Denn wo findet man schon solch außergewöhnlichen Unterricht, wie es hier geplant ist? Also meines Wissens gibt es so etwas in Deutschland nicht. In einer Fußgängerzone ein gläsernes Klassenzimmer, wo also die Leute, die hier flanieren, eventuell einkaufen. Wir müssen nämlich mal an eins denken. Ich sage es mal von mir aus, meine Frau geht gerne in einen Laden rein, wo ich nicht rein möchte. Und dann haben die Männer auch mal Zeit, woanders hin zu gehen und können sagen, meine liebe Frau, geh du in Ruhe einkaufen, wir gehen jetzt hier mal hin und gucken uns das hier an. Aber ich muss auch sagen, wir haben aber auch viele weibliche Damen dabei oder sagen wir mal weibliche Wesen, die in den Jahren durch dieses Projekt gegangen sind. Also wir haben nicht nur Jungs, also wir können aufweisen, sehr viele Mädchen sogar aufweisen. Start des Projektes ist offiziell nach den Winterferien. Aber schon am kommenden Dienstag soll hier der erste Probebetrieb mit den Schülern aufgenommen werden. Am Zwickauer Rathaus haben die Sternsinger am Donnerstag Station gemacht. Sie brachten den traditionellen Segen über der Eingangstür an und sammelten Spenden. Das Geld kommt alljährlich wohltätigen Zwecken zugute. Mit den gesammelten Spenden lässt sich weltweit etwas bewegen. Im vergangenen Jahr war das Beispiel Land Kenia. Das Geld sollte helfen, den Kindern Bildung zu ermöglichen. Also deutschlandweit kamen etwa 46,8 Millionen Euro zusammen. Und das waren im vergangenen Jahr etwa 600.000 Euro mehr als das Jahr davor. Die Sternsinger der Stadt Zwickau sammeln über 10.000 Euro im Jahr. Und so auch diesmal. Die Kinder gingen mit ihren Spendendosen herum und wussten dabei ganz genau, welches Leid damit gelindert werden soll. Beispielland ist diesmal Indien und es geht um ein Thema, über das in der westlichen Welt jeder nachdenken sollte, die dort vorherrschende Kinderarbeit. Und dort ist es so, dass viele Kinder ja nicht in die Schule gehen, weil sie ja eher arbeiten müssen, um ihre Familie mit zu ernähren. Und wenn man weiß, dass unsere Kinder früh in die Schule gehen können und am Nachmittag Freizeit haben und dort gehen die Kinder früh auf Arbeit bis in den späten Nachmittag, vielleicht sogar auch in den Abendstunden und nicht mal ein Hobby haben können und auch nicht schreiben und lesen können und rechnen können. Mit diesem Missstand hängt gerade das Konsumverhalten in der westlichen Welt eng zusammen. Wer ein neues Kleidungsstück für deutlich unter 10 Euro kauft, kann ziemlich sicher sein, dass Kinder an der Herstellung beteiligt waren. Genau, ich denke mal, unser Kaufverhalten ist hier etwas ganz Entscheidendes, wie wir damit umgehen. Denn wenn in einem T-Shirt drin steht, dass es in einem anderen Land gefertigt wird, kann eben, wie gesagt, auch von Kindern hergestellt sein und dass es eben mit fairen Mitteln
für unser Kaufverhalten eine ganz wichtige Rolle ist. Nicht nur auch bei Klamotten, das geht weiter. Die Kinder bringen dann ein Beispiel eines Fußballs oder auch von Schmuck, was wir ganz preiswert irgendwo kaufen können. Und das ist, denke ich mal, ja auch entscheidend. Und wenn man weiß, dass weltweit 60 Millionen Kinder für uns arbeiten, dass es uns in Europa gut geht, das ist, denke ich mal, eine Zahl, die uns wirklich hellhörig machen lässt. Die Spendensammlung, das Singen von Liedern und das Anbringen des Segens waren für die Kinder der Abschluss der diesjährigen Aktion. Doch mit dem Thema haben sie sich schon länger beschäftigt. Ja, wir haben dazu gesprochen und haben darüber auch uns einen Film angeschaut. Und ein sehr guter Initiator oder der auch dieses Ganze trägt, der drei Königssternsinger-Aktion, ist Willi Weichsel, den Kindern immer bekannt durchs Kinderfernsehen. Und der also wirklich auch in die Länder und in die Orte vor Ort fährt, um den Kindern das auch nochmal nahe zu bringen. Und nicht nur zu erzählen davon, sondern auch nochmal das in Wort und Bild zu sehen. Das Zwickauer Rathaus hat nun den Segen. Für die Kinder in aller Welt, die tagtäglich ihre Familien ernähren müssen, wäre es ein Segen, wenn dieser Missstand ein für alle Mal beseitigt werden könnte. Nach der Forderung der Jungen Union Zwickau, Kanzlerin Merkel solle zurücktreten, bekommen die Nachwuchspolitiker nun Gegenwind von Alt-OB Dietmar Vettermann. In einem offenen Brief erklärte er, dass die Kanzlerin aus weltpolitischer Sicht gebraucht werde. Vettermann beschreibt die Situation aus Sicht Dänemarks, wo er seit 10 Jahren lebt. Das Königreich habe große Erwartungen an Deutschland und insbesondere die Kanzlerin. Der Alt-OB betonte, dass er kein Fan von einer großen Koalition sei, diese Option derzeit aber als einzige für ihn in Frage komme. Vettermann war zur Wende in die CDU eingetreten, verließ die Partei jedoch im Jahre 2008. Werbung. Es weihnachtet in den Priesterhäusern Zwickau. Bis 7. Januar können Sie in der Weihnachtsausstellung eintauchen in die unerschöpfliche Welt des historischen Blechspielzeugs. Erfahren Sie, welche Spielzeuge die Kinder ab 1900 glücklich gemacht haben. Autos, Eisenbahnen, Motorräder, Flugzeuge und Dampfmaschinen werden auch Ihre Herzen höher schlagen lassen. Die Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern Zwickau. Noch bis 7. Januar. Nimm Kurs auf deinen Traumurlaub. Buch deine Reise direkt auf der Urlaubsmesse Reisen und Caravaning. 5. bis 7. Januar Messe Chemnitz. Mehr auf reisen-caravaning-chemnitz.de. Parallel dazu C-Fit, meine Messe für Gesundheit, Sport und Lifestyle. Es war einmal in Sölden und Ischgl. Ja, es war. Jetzt kommt Zwickau. Die spektakuläre Après-Ski-Party auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Mit Live-DJ, Drinks und Fun rund um den Tannenbaum. Mit einem extra großen Lagerfeuer. Die Zwickauer Après-Ski-Party am 13.01. Unterstützt von der Mauritius Privatbrauerei. Eintritt frei. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädie-Technik. Und das seit vielen Jahren schon.
Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Schon 33 Jahre wohnen Angela und Günther Wisulis in ihrer Wohnung auf der Ernst-Busch-Straße in Werdau. Mit dem Umbau wurden die 40 Wohneinheiten im Gebäude spürbar aufgewertet. Im Vordergrund steht dabei das altersgerechte Wohnen. Des Weiteren wurde die Fassade neu gestaltet, die Wärmedämmung verbessert, Fenster und Dach saniert sowie ein Farbkonzept zur Wiedererkennung der einzelnen Treppenhäuser kreiert. Dabei spielen auch die neu installierten, zum Teil barrierefreien Aufzüge eine wichtige Rolle. Dieser Ansicht ist man bei der WG Werdau im Hinblick auf das neue Vorzeigeobjekt im Stadtteil Kranzberg auch. Das 2,7 Millionen Euro Projekt ist in vielerlei Hinsicht eine Investition für die Zukunft. Die Option für uns, dass wir aus dieser Wohnung mal ausziehen müssen aufgrund des Alters, ist nicht mal gegeben. Attraktiv und sicher wohnen. Ihre Wohnungsbaugenossenschaft Werdau. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Lieber ein Grafiker? Teenager? Tierbändiger? Taktbestimmer? Wellenbezwinger? Oder einfach unabhängiger? Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV. Endlose Möglichkeiten schon ab 139 Euro im Monat ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Herzlich willkommen in der Alten Münze, im ältesten und zugleich neuesten Haus am Zwickauer Hauptmarkt. Ob Weihnachtsfeier, Geburtstag, Taufe oder Jugendweihe Ihrer Kinder, bei uns sind Sie genau richtig. Auch Ihre Hochzeit machen wir zu einem unvergesslichen Tag. Und für die Übernachtung steht das angeschlossene Hotel bereit. Im Meraner Seniorenheim am Höhenweg hat es am Donnerstagabend gebrannt. In einem Zimmer hatte eine Matratze Feuer gefangen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Pfleger das Feuer löschen und damit Schlimmeres verhindern. Durch den Brand wurden der Bewohner sowie eine Pflegerin und ein Pfleger verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Höhe des Sachschadens und der Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor.
Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Plauener Trockentalstraße geht es nun darum, den betroffenen Familien schnellstmögliche Hilfe zukommen zu lassen. In einer ersten Aktion wurden die Geschädigten in Notunterkünften untergebracht. Nun ist die vordringlichste Aufgabe, Wohnraum für die Familien zu finden. Inzwischen haben die Stadt zahlreiche Hilfsangebote erreicht. Der Zwickauer Verein Gemeinsam Ziele erreichen startet in der kommenden Woche in mehreren Schulen das Projekt Lebenskünstler. Es handelt sich dabei um ein Angebot der Fachstelle für Suchtprävention Chemnitz. Heranwachsende der 5. bis 7. Klassen sollen dabei interaktiv soziale, emotionale und kognitive Fähigkeiten trainieren. Angeboten wird das Projekt in der Theodor-Neubauer-Schule in Kirchberg, der Zwickauer Pestalozzi-Schule, der Schule für Erziehungshilfe Mosel sowie an der Lindenschule in Crimmitschau. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Das Kino Casablanca im Alten Gasometer in Zwickau zeigt am kommenden Dienstag den Abenteuerfilm »Der Mann aus dem Eis«. Der Streifen mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle hatte im vergangenen August Premiere. Darin werden mögliche Szenarien gezeigt, wie die Gletschermumie Ötzi einst ums Leben kam. Die Vorführung beginnt um 20 Uhr. In der Music Hall in Markneukirchen gastieren am 13. Januar die beiden Drummer Vinnie und Carmine Appice. Das wahrscheinlich berühmteste Schlagzeuger-Brüderpaar präsentiert Titel aus ihrem ersten gemeinsamen Studioalbum Sinister und darüber hinaus Hits aus ihrem Gesamtwerk. Karten zum Vorverkaufspreis von 27 Euro sind im Warwick Online-Shop erhältlich. Das Konzert beginnt am 13. Januar 20 Uhr. Für den Gig verlost TV Westsachsen jetzt 2x2 Tickets. Alles, was Sie tun müssen, das ist eine Mail schreiben an gewinn@westsachsen.tv oder einfach an unserer Hotline anrufen. Der Schriftsteller Wladimir Kaminer kommt am 1. Februar in die Meraner Stadthalle. Im Mittelpunkt steht sein neues Buch »Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß«. Und das ist eine ganze Menge, gleichzeitig aber auch sehr wenig. Der Kartenvorverkauf für die Lesung läuft, Beginn ist am 1. Februar, 19 Uhr. Werbung. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Hartwig Ebersbach. Time. Die Max-Pechstein-Preisträger-Ausstellung. Bis 18. Februar, Kunstsammlung in Zwickau. Wir beide gehen gerne in den Sportpark hier, um uns fit zu halten. Wir sind ja noch nicht mehr die Jüngsten und wir haben viel Spaß dran. Wir gehen so 2 bis 3 Mal in der Woche und es macht echt Spaß. Und wir merken auch, dass es uns bekommt, dass wir gut jetzt mit dem Sport umgehen können. Ist alles einwandfrei und tipptopp. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit.
eure Verbindung ist. Pure. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Meine Sparkasse spielt für uns eine ganz wichtige Rolle. Meine Sparkasse sorgt für leuchtende Kinderaugen. Meine Sparkasse ist stets an unserer Seite, wenn wir hoch hinaus wollen. Meine Sparkasse engagiert sich für die Region und unterstützt aktiv Kunst, Kultur, Soziales und Sport. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von 2 in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. 2x im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Der SV 04 Oberloser startet mit einem Auswärtsspiel in das neue Jahr in der Handball-Oberliga. Gegner ist morgen der HSV Apolda. Die Thüringer entgingen im Vorjahr nur knapp dem Abstieg. Die 04er wollen in der Begegnung an die bisher gezeigte Auswärtsstärke anknüpfen. Anwurf ist morgen 20 Uhr. Pünktlich zum Jahresstart hat die Anmeldung für den Pöhler Triathlon begonnen. Die Sportveranstaltung geht im August in die 20. Runde. Speziell für die Jubiläumsauflage haben sich die Organisatoren eine Besonderheit einfallen lassen. Die Teilnehmer sollen mit den Fahrgastschiffen der Talsperre Pöhl zur Schlosshalbinsel gebracht werden. Von da aus geht es in 2 Startwellen quer über das Wasser zum Wechselgarten. Schon kurz nach Anmeldestart lagen fast 20 Meldungen vor, darunter aus Großbritannien und aus Polen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Dichte Wolken versperren am Samstag den Blick auf die Sonne. Es bleibt niederschlagsfrei und das Thermometer steigt bis auf 7 Grad. Dazu weht ein meist schwacher Wind aus nordwestlicher Richtung. Und die Aussichten, die Sonne bleibt auch in den kommenden Tagen hinter einer Wolkendecke verborgen. Am Dienstag kommen neue Niederschläge hinzu. Es bleibt für die Jahreszeit deutlich zu mild. Die erste Woche im neuen Jahr haben wir damit erfolgreich absolviert. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Einschalten und wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende. Machen Sie es gut.